Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und einer neuen Straßenumfrage, welche dieses Mal nicht wirklich eine Straßenumfrage ist, sondern wir dürfen auf dem Full Force Festival 2022 unterwegs sein und hier unsere kleine Umfrage machen, in welcher es dieses Mal darum geht, welcher Gegenstand darf auf einem Festival überhaupt nicht fehlen, welcher muss immer dabei sein. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Antworten, freue mich riesig auf die Menschen hier und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Es ist free. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's okay. Okay, hast schon viel getrunken oder was? Nein, ich mag das Leben so. So, Leben ist okay. Ich kann das nicht genau definieren, aber es ist schon echt ist schon heftig. Was ist heftig? Alles hier. Alles? Die Eindrücke, die packen einen einfach so richtig, ne? Was packt dich denn am meisten? Richtig tief. Also du schon ziemlich heftig. Ja, gut. Wir wollen heute wissen, was oder welcher Gegenstand auf einem Festival überhaupt nicht fehlen darf. Panzertape. Panzertape, weil? Ach, man muss immer mal was fixen. Wie viel Bier hast du heute schon getrunken? Ja. Ja, okay. Auf welchen Gegenstand kann man bei einem Festival nicht verzichten? Metall. Sehr gut. Wunderbar. Bier auch? Ja. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Siehst du? Oder Moschitos, Junge. Auch gut. Ordentlich ein paar Moschitos reindrücken. Auf welchen Gegenstand kannst du bei einem Festival nicht verzichten? Oh, das ist eine präzise Frage. Das hier. Allzweckreiniger. Allzweckreiniger. Weil alle dreckig sind. Ja, alle stinken. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Was ist das für eine Kette? Hast du die von deiner Mama mitgebracht? Ich habe alles da von meiner Frau stibitzt. Das ist eine herrliche Perlenkette. Die passt sehr gut zu meiner Y-Hemd. Bist du ein kleiner Perlentaucher? Ich würde auch gerne mal nach Perlen tauchen. Aber ich hatte leider noch nie die Option. Oh, ich führe Strichliste hier. Für was ist das? Zeig das mal bitte in die Kamera, was du da. Was ist das? Nice Schwänze. Du zählst Schwänze? Morido! Ja. Du gerne machen. Grüß mal deine Mama, komm. Hey, hallo Mami, hallo Papi, hallo Kind. Ich, ne, mach euch nass. Kind? Du bist Mama? Ja. Ehrlich? Ja. Wie alt ist dein Kind? 12. 12? Das ist größer als ich. Wie alt bist du denn? Zu alt. So, warte mal, hier kommt jetzt einer, der mit dem Weißen, hat er einen... Sauber. Ey, jetzt haben wir noch zwei mit zwei guten Schwänzen. Hallo! Hast du doch. Oh, hier! Ganz Ey, das muss ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Nice Tits! Sauber, Junge! Auf welchen Gegenstand kann man bei einem Festival nicht verzichten? Oder auf welcher Sache? Dosenbier? Dosenbier? Kann man nicht verzichten, nee. Okay. Außer man trinkt keinen Alkohol. Welche Marke? Ich bevorzuge Lübzer. Ja. Hast du dazu irgendwas zu sagen? Na ja, sehe ich genauso. Sauber, schaffen auf beiden gleichzeitig zu sein, das musst du erstmal. Als Kerl muss man das erstmal schon. Ja, das ist schön. Sauber. Das fetzt schon, ja. Sehr schön. Jetzt habe ich sein Bier hier. Naja, gut. Auf welchem Gegenstand kannst du bei einem Festival nicht verzichten? Bierbecher. Bierbecher. Bierbecher mit Inhalt wahrscheinlich. Ja, na, Bier. Ja. Sehr schön. Wo kommst du her? Aus Thüringen. Thüringen, wunderbar. Bist du der Herzog oder was? Ich bin der Herzog. Das ist krass, ich arbeite in einer Bar, die heißt Herzog. Du arbeitest in einer Bar, die Herzog heißt? Ja, in München. Sauber. Die ist bestimmt richtig gut. Das ist die beste Bar. Was gibt's da? Die besten Drinks ever. Cocktails, Bier. Cocktails, Bier, richtig geiles Essen. Entschuldigung, ich gehe schon weg. Wie läuft sonst so das Leben hier auf dem Festival für dich? Ich feiere mein Leben. Super Wetter, super Leute, super Bands, super Runde, super kalte Getränke, hübsche Frauen, auch hübsche Männer. Ich liebe sie einfach alle. Auf welchen Gegenstand kannst du bei einem Festival nicht verzichten? Boah, schwierig. Also, nein, mein Kopf, den kann ich zu Hause lassen. In erster Linie ein Bier, aber auf jeden Fall auch wichtig, gerade jetzt, ein Wasser. Wasser bei der Wärme, ja, na klar. Wir wollen herausfinden, auf welchen Gegenstand man bei einem Festival nicht verzichten kann. Auf Geld.
Weil es so teuer ist hier, oder was? Nee, du musst ja auch was leisten können hier. Das ja, gut. Bier trinken können. Wie viel Geld hast du mitgenommen? Oder was hast du einkalkuliert? Was heißt mitgenommen? Du hast wahrscheinlich EC-Karte und Limit nee, Open. Man kann ja nur mit Karte zahlen. Das heißt, ich habe mir mal random einfach mal 300 Euro draufgeladen. Und das ist so dein Maximum, was du ausgeben wollen würdest? Nee. Es gibt keine Grenze nach oben. Ein Gegenstand. Boah! Schlafsack, Hauptsache schlafen, warm und Nachthimmel, ist egal. So. Also Schlafsack ganz weit vorne. Genau. Ich hab. Alkohol ist halt, kann man immer noch kaufen, überall. Aber schlafen muss man auch gut. Wie viele Biere hast du heute schon getrunken? Na, da kann einer nicht mehr zählen. Vielleicht 10, 11. 10, 11. Dafür stehst du aber schon noch gut. Das ist die Übung. Wenn man aus dem Gebirge kommt, gehört das zum guten Ton. Auf welchen Gegenstand kann man bei einem Festival nicht verzichten? Eine Alu-Kaffeekanne, die man direkt auf den Herd stellt, weil man hier Glasverbot hat. Ich bin Freund von einem guten Kaffee. Okay, die Antwort haben wir bisher noch nicht gehört. Ich weiß. Wie groß ist dein Spaßlevel bisher? Sehr groß. Von 10 Punkten? 10. Super. Ja. Und Frauen? Leck mich am Arsch, Alter. Es sind, ich muss ehrlich sagen, es sind sehr viele hübsche Frauen hier. Sehr viele? Ja. Hast du eine Freundin zu Hause? Nein. Also schon erfolgreich gewesen ein bisschen, oder? Nee. Ich bin ja auch wegen der Musik hier. Natürlich. Mit wem bist du hier? Mit Jessica. Jessica ist deine? Größte Liebe. Deine größte Liebe. Aber wir haben noch nicht Sex. Noch nicht? Weil wir sehr gute Freunde sind. Und aber kann ja noch werden. Nein. Das ist Mehrwert als Sex. Definitiv. Gut. Hast du mit jemand anderem Sex? Heute noch nicht. Heute noch nicht. Warum nicht? Hat sich einfach noch nicht ergeben. Gut. Ich hatte heute noch keine Lust. Es war gelogen. Wer bist du? Ich bin der Yoshi. Der Yoshi. Aus dem Oberallgäu. Wo ist Mario? Tja, Mario ist irgendwo beim Feiern. Beim Feiern, wunderbar. Ja. Hallo, wer bist du? Ich bin hier Jörn. Ich wollte euch mal sagen, ihr seid richtig schön. Hübsch. Das wissen wir. Das haben wir uns auch gerade gegenseitig schon gesagt. Aber ihr seht auch verdammt gut aus. Gut aus, ne? Sehr gut. Und weißt du, woran das liegt? Weil wir einfach schön sind. Er hat mit einem Becher nach mir geworfen. Was ist das denn für eine Anmache? Naja, das ist die neue. Das ist auch mal eine Sache, die kennt noch keiner, weißt du? Und die funktioniert ja auch. Guck mal, ich sitze ja hier, ne? Ja, ja. Guck mal, ja, die funktioniert, ne? Einfach einen Becher fluten und dann haut's hin, ne? Ja. Das habe ich auch schon gedacht, was ist das für ein frecher Hengst, ne, hier? Frecher Hengst? Ja. Also wir sehen ja jetzt in der Kamera nicht, was hier zu sehen ist und das dürfen wir auch nicht. Was machen wir denn? Kannst du es mal ganz kurz in einem Satz beschreiben? Oh je. Es ist ein Mann mit einer Kutte an, Bauchtasche und darunter sind seine... Ein Synonym für? Schönsten Hautlappen. Auf welchen Gegenstand kann man bei einem Festival nicht verzichten? Auf welchen was? Gegenstand. Auf was kannst du nicht verzichten? Wenn ihr hier, ein bisschen flirty unterwegs seid. Ich benutze auch die ganze Tinder auf meinem Handy, weißt du, damit ich weiß, wer hier im Umkreis ist. Tinder? Ja, Tinder. Und, wie erfolgreich läuft's? Sehr erfolgreich. Also man kann eigentlich auf den Becher gar nicht verzichten, weil der Becher ist eigentlich die letzte Möglichkeit, nochmal jemanden kennenzulernen. Ja. Sehr schön. Wie würdest du es beschreiben? Ich muss mal das Bild sehen. Zeig mal das Bild nochmal. Zeig mal das Bild nochmal. Also, ein sehr ästhetischer Regenwurm. In einem Satz, ja? Okay. Ein sehr ästhetischer Regenwurm mit zwei richtig dicken Eierkuchen nebendran. Hast du jetzt Regenwurm gesagt? Wir wollen heute herausfinden, welcher Gegenstand absolut unverzichtbar auf einem Festival ist. Ein Gegenstand? Ja. Gegenstand, eine Sache. Absolut unverzichtbar. Ein Dosenöffner. Dosenöffner? Ja, sonst wäre ich schon viermal verhungert. Hast du so viele Dosen dabei, ja? Ja. Ja? Was für welche? Ravioli? Ja. Natürlich, der Klassiker. Klassiker. Ich hätte gerne eine Meinung einer Frau. Frau, ja bitte. Was siehst du da in einem Satz? Ja. Ohne es tatsächlich beim Namen zu nennen. Ganz schön viel. Ganz schön viel? Ein Nachmieter. Ich suche einen Nachmieter oder eine Nachmieterin für meine Wohnung in Leipzig. Wie groß ist die? 62 Quadratmeter. Wie viele Zimmer? Zwei Zimmer. Einbauküche? Ohne. Ohne.
Schlecht. Ja. Wie viel kostet die? 620 warm. 620 warm. Was hast du dazu zu sagen noch? Ja, das ist einfach, wie gesagt, Biber gehören einfach geschützt und deswegen wird hier Sex mit Biberleichen einfach praktiziert, ja. Wird praktiziert? Ja. Hast du schon gesehen? Ja, natürlich. Hier im See, live vor Ort, alles da. Ja, da habe ich keine Fragen mehr zu. Zu wann? Ab 1. Juli. Ja. Wie soll das denn noch gehen? Ja, das schaffen wir schon. Schaffen wir schon. Vielleicht ja jetzt mit dem Aufruf. Also meldet euch bei mir, ich habe eine wunderschöne Wohnung in Alt-Lindenau zu vermieten. Ab 1. Juli. Handynummer vielleicht noch in die Kamera? Das ist die 0172-410-3381. Sehr gut, ich bin gespannt, wie viele anrufen werden. Vielen Dank. In dem Video geht es eigentlich heute darum, herauszufinden, was auf welchen Gegenstand man auf einem Festival nicht verzichten kann. Da muss ich einfach Bratwurst sagen. Also die Bratwurst. Zu einem Festival gehört für mich Bier und Bratwurst einfach dazu. Sehr schön. Wie viele Bratwürste hast du heute schon gegessen? Heute? 3, 4. 3, 4 Bratwürste. Ja, ist ja schon abends. Ne? Ja. Wie viele folgen noch? Kommt drauf an, also vielleicht heute noch Mitternachtssnack, aber man muss natürlich auf die View achten. Ne? Auf welchen Gegenstand kann man bei einem Festival nicht verzichten? Messer. Messer? Hm? Warum? Wozu brauchst du das? Zum Schneiden von den Steaks. Das ist Charlotte. Das ist Charlotte. Bist du Charlotte? Hi. Du bist Charlotte? Ja, du bist voll groß. Hey, du bist wirklich Charlotte? Ja. Ihr kennt euch? Ja, ich kenne dich. So, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, was soll ich sagen? Gut. Woher kennt ihr euch? Über Freunde. Über Freunde? Ja, wir sind so eine Gruppe. Und okay. Was darf ich denn sagen? Darf ich alles sagen? Alles. Alles, durchs Bumsen. Kennen wir uns. Alter Hundo, auf welchen Gegenstand kann man beim Festival nicht verzichten? Alter, Schnell, dann jetzt hier. Warte, lass mich ganz kurz überlegen, gib mir eine Sekunde. Bier ist kein Gegenstand, also ja. Ja gut, Bier. Aber, ja, Bier ist schon relativ wichtig, auf jeden Fall, ja. Welcher Gegenstand ist unverzichtbar hier auf dem Festival? Klopapier. Klopapier, natürlich. Wie viele Rollen hattest du dabei? 3. 3? Ja. Alle schon leer? Nein. Aber es ist schon wichtig zu haben. Gut. Weswegen bist du noch hier? Weil die Musik gut ist. Ja. Pennst du mit ihm in einem Zelt? Mit ihm? Ja. Nein. Und du? Warte mal. Ist viel zu viel. Schnell. Oh, shit. Moment, Kleidung. Vibrator. Vibrator. Hast du deinen dabei? Na, ich zähle nicht hier, aber sonst habe ich den immer mit, ja. Sonst hast du den immer mit, sonst aber hier nicht. Hier habe ich nicht mit, weil... Raus denn. Naja, ich sag nichts dazu. Wunderbar. Aber die Charlotte ist eine niedliche, ne? Ich weiß. Ja, das war's vom diesjährigen Full Force 2022. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert unbedingt den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Wir sind nämlich im nächsten Video genau wieder hier. Wir dürfen nämlich zum Glück auch auf dem Splash zu Gast sein. Also, nächstes Mal wieder einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut und ciao.